historischen Moment, das hat es in dieser Art und Weise in Europa noch nicht gegeben. Das ist etwas ganz Besonderes. Und das alles wäre nicht möglich gewesen ohne die freundliche und wohlwollende Unterstützung der Ferropolis GmbH, dessen Geschäftsführer ich gerne jetzt noch einmal ein Abschlusswort zuwerfen möchte und ihn darum bitten möchte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank vor allem an euch alle. Ferropolis als Ort des Wandels von der Braunkohle in das postfossile Zeitalter, von einer Arbeitswelt in eine andere Arbeitswelt, ist ein Zeichen dafür, dass Wandel keinen Anfang und kein Ende hat und aber immer wieder Impulse, Beschleunigungen und so weiter braucht. Und für diese Impulse und Beschleunigungen steht ihr alle mit euren unterschiedlichen Initiativen. Ich muss ganz ehrlich sagen, aus dem Alltag der Leitung eines solchen Wandelortes fällt es mir manchmal schwer, den Bogen zu schlagen, den ihr alle in der Lage seid zu schlagen, zwischen Währung und Liebe und vielen Aspekten, die hier zusammenkommen. Aber für uns ist es als Ferropolis natürlich trotzdem immer wieder sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtig zu sehen, wo sind eigentlich die Zukunftsdiskurse beheimatet. Die sind ja nicht ausschließlich in der hochbezahlten Wissenschaft beheimatet, die sind nicht ausschließlich in der Politik beheimatet, sondern sie sind eben vor allem in den Menschen beheimatet, die mit ihren unterschiedlichsten Ideen hier den Standort aufsuchen und versuchen, nicht nur für den Ort, sondern für das Thema Wandel insgesamt neue Antworten zu geben. Und wir haben jetzt heute wieder gehört, dass ihr intensive Tage und Nächte gearbeitet habt, um an diesem ohne Anfang, ohne Ende Thema weiterzumachen. Und dafür kann ich einfach nur sagen, vielen Dank. Für uns ist das Inspiration. Und jedes Mal hinterlässt natürlich auch eine solche Makers for Humanity Meeting-Situation etwas am Greminer See, sei es das Hexafloat, was sich jedes Jahr weiterentwickelt und professionalisiert, sei es andere Ideen im Bereich Ecolabor und so weiter, die uns natürlich hier auch ganz konkret vor Ort sehr interessieren. Es ist ein sehr, sehr junger See, an dem und in dem ihr gearbeitet habt. Der ist aus der Braunkohle entstanden. Das war nicht das Ziel, Seen zu entwickeln und Orte des Wandels, sondern das war ein Ergebnis des Prozesses. Und in dieser Situation, in diesem laufenden Prozess, suchen wir gemeinsam natürlich auf unterschiedlichster Ebene mit unterschiedlichsten Betrachtungsweisen neue Antworten. Und Makers for Humanity ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Suche und dieses Findens nach Antworten. Ferropolis ist nicht ein Label, eine Institution, ein Festival. Wir sind weder nur Hip-Hop, noch nur Electronic Music, noch nur Sportveranstaltung, sondern wir sind Stadt aus Eisen, das ist ganz bewusst gewählt. Stadt ist Vielfalt, Stadt ist auch Kontrast, auch Konflikt, auch Diskurs. Und so verstehen wir uns und deswegen freuen wir uns, dass ihr diese Stadt aus Eisen bereichert mit all euren Ideen aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz und auch von weiter her. Viel Erfolg weiterhin und ich denke, wir werden uns in diesem und ähnlichen Rahmen zu weiteren Wandeltaten am Standort Ferropolis hoffentlich mindestens einmal im Jahr wiedersehen. So eine Art Messlatte für Wandelbewegung vor Ort. Vielen Dank dafür.